Yo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute spielen wir mal nach langer Zeit mit Bloodhound und mit einer Waffe, die mich jedes Mal aufs Neue zum Staunen bringt. Legen wir los, let's go. So, boah, Bloodhound habe ich auch schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. Oh, eine Spitfire, das ist schon mal immerhin etwas, weil irgendwie finde ich zurzeit die ganze Zeit nur... Ja, P20s oder RD45 nicht. P20s oder Mosambiques. Und irgendwie nervt mich das, weil man findet gefühlt keine vernünftigen Waffen mehr. Aber Prowler ist auch nice. Aber bei Prowler ist halt immer so ein Hin und Her. Irgendwie, es gibt so... Okay, ich bin safe. Es gibt so Tage, wo die echt gut ist. Aber es gibt auch so Tage, wo die... Okay. Es gibt auch so Tage, wo die halt echt mies ist. Und irgendwie ist es immer so ein bisschen zufällig, aber okay, komm, wir rocken sie heute mal. Wir probieren es zumindest mal, sie zu rocken. Und außerdem ist Prowler und R9 eine geile SMG-Kombo. Ah, ja, nimm nicht in Acht. Okay, schon mal ein bisschen Initial Damage, das ist ganz, ganz wichtig. Ja gut, die Nate wird sie jetzt nicht treffen, aber ich versuche mal so ein bisschen... okay. Ich verstehe schon. Ich glaube, ich versuche mal aufs Dach zu kommen. Relativ unauffällig. Hi. Okay. Ah, er chillt immer noch am Dach. Hab dich schon gesehen. Ich warte halt darauf, dass sie irgendwie einen kleinen Fehler machen. Und das ist jetzt die Chance. Oh. Ah! Das war nicht gut. Ich hätte ihn bekommen können. Aber dafür war es Aim so inkonsistent. Aber ihr könnt mir gerne mal hinterher pushen. Ich habe damit keinen Stress. Ich gucke hier einfach mal in die Kisten, weil ich habe zu wenig Munition. Und vielleicht lässt sich da was ändern. Oh! Die denken immer noch, ich wäre in dem Haus. Die haben es nicht mitbekommen, dass ich weggegangen bin. Treffen aber extrem gut. Alright. Der sitzt oben, oder? Ja. Wie er da oben chillt. Dieser Geier. Na, okay. Oh. An deiner Stelle würde ich abhauen. Mann, das ist schon sehr gewieft. Die spielen nicht schlecht. Das muss man ihnen lassen. Die spielen nicht schlecht. Okay, aber er rotiert ein bisschen darüber. Die müssen halt einen Fehler machen. Zu zweit bekomme ich sie, glaube ich, nicht. Weil die dafür zu präzises Aim haben. Und du hast kein Schild mehr. Du hast keine Schildzellen und gar nichts mehr. Okay. Ich muss versuchen, den zu isolieren. Wenn ich Glück habe, läuft er genau nach hinten. Und such quasi nach Schildzellen. Aber da dürften, glaube ich... Ich bin da vorhin vorbeigelaufen, da dürften keine liegen. Und genau das passiert. Ich weiß nicht, wo der Mate ist. Ja. Er läuft genau dahin. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Oh nein, das war dumm. Komm, Ulti. Whatever. Nice. Ja, da sagst du nichts mehr, gell? Okay, der Mate scheint auch nicht da zu sein. Ja gut, ne? Dann finishen wir dich mal. Alrighty. Aha. Da ist ja... mein Sorgenkind. Lol. Okay. Egal, ich habe den Kill dafür bekommen, oder? Ja, doch. Okay, dann passt. Sonst wäre das echt ein bisschen frustrierend gewesen, weil aktiv ist an der Zone gestorben. Aber wenn du ihn vorher angeschossen hast, ist ja so, dass du den Kill bekommst. Das finde ich auch gut. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal weiter. Vor allem, es wird halt auch endlich mal Zeit, den Bloodhound-Skin endlich mal auf Stufe 3 voll zu leveln, damit ich diesen geilen Finish habe und dass der Prestige-Skin dann auch... Heißt der Prestige? Ich glaube schon, oder? Nee, mythisch. Prestige war wieder was anderes. Denkfehler. Dass der Prestige-Skin... Dass der mythische Skin halt auch mal auf Stufe 3 kommt. Und damit ich endlich den, Finisher krieg.
Und halt auf Stufe 3 sieht er halt auch mit Abstand am coolsten aus. Hier war gerade irgendwo ein Logo-Bastor. Da hinten. Nee, da oben. Oh! What? Genau das meine ich. Die Brawler ist so random. Es gibt so Momente, da triffst du mit ihr gar nichts und die macht keinen bisschen Damage. Und dann gibt es auch wieder so Momente, da passiert sowas. Und du two-shottest quasi den Gegner. So geil. Aber halt so random irgendwie. Aha. Hier war jemand. Vor 27 Sekunden. Alright. Ich habe gerade eine Sip gehört. Wo? Muss eigentlich die hier sein, oder? Ja. Ja. Aha. Schau an. Oh, Vantage, Vorsicht. Ich gehe mal ganz vorsichtig hinterher. Okay, das sind zwei Teams. Vorsicht. Dann jetzt mal aufpassen. Bro, du bist so low. Komm, peek. Okay, dann gehe ich nach unten. Ja, wie sie sich jetzt in dem Haus verschanzen, Alter. Das kannst du dir halt auch nicht erzählen, Alter. Okay. Da muss ich gucken. Oh, da ist eine Valkyrie. Okay, im anderen Team ist eine Valkyrie. Ich weiß nicht, ob die alleine ist. Noch 30 Sekunden. Da oben chillt sie und beobachtet mich, wenn sie mich denn gesehen hat. Aber wo sind die anderen zwei? Nicht ernsthaft jetzt. Scanne den Bereich. Okay. Ja, mach die Tür auf. Komm, mach die Tür auf. Ich mach definitiv mehr Schaden, wenn ich alle Schüsse treffe. Als du mit irgendeiner anderen Waffe. Weil der DPS von der Prowler ist krank. Oh. 3, 2, 1. Nein. Ich hab's dir gesagt. Eine Devotion. Vergiss es, Lifeline. Ah. Und wieder zurück. Hinher. Gebaden, jawoll! Nice! Richtig geil! Oh Mann, ey, Celine wird sich gerade schon wieder einen ablachen. Weil sie dieses Gebaden von mir so feiert. Aber gut, es ist halt einfach so ein Reflex, keine Ahnung. Es ist aber einfach eine geile Aussage irgendwie, so Gebaden. Das ist einfach wild. So, okay, 5 Kills, Killleader. 16 Leute leben noch. So macht nach wie vor mal wieder viel zu viel Pressure. Und geht zu schnell zu, aber daran muss man sich halt jetzt langsam gewöhnen. Mittlerweile, es nervt mich zwar nach wie vor, aber ich beachte es halt einfach immer weniger. Weil ich kann es eh nicht ändern. Komm, scan. Ja, hier ist was. Aha. Müsste vom Umriss her, glaube ich, eine Valkyrie sein. Ja, ist eine Valkyrie. Alright. Okay. Dann komm mal her, Schatzi. Hi. Genau das meine ich. Prowler. Oh. Komm. Nein! Alter! Oh mein Gott! An der schlimmsten Stelle. Oh, muss ich niesen. Oha. Oh Gott. Das hätte jetzt gerade auch in die Hose gehen können. Geil. Okay, das ist mir actually auch noch nicht passiert. Ich glaube, also im Livestream ja, safe. Aber in der Aufnahme glaube ich noch nie. Oh Mann. Alright. Ich höre irgendwo eine Kraber. Glaube ich. Oder war es ein Vantage? Ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall irgendwo da hinten aus der Richtung. Aha. Es ist eine Kraber. Okay. Alright, ich glaube, die sind da auf dem Dach.
Ja, sind sie. Ich versuche mich mal ein bisschen ranzuschleichen, weil das Ding ist, wenn die mich sehen, Kraber, da ist vorbei. Da darf man keine Späße machen. Okay, 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 okay. Ja. Und sie sind immer noch nach wie vor oben. Ich muss halt ganz, ganz überraschend hochklettern und dann mit der Prowler draufhalten. Alright. Und go. Lol, die sind genau da. Ach, das waren die? Ich dachte, es wäre das andere Team. Nein. Die sind genau in dem Moment runtergesprungen. Das hätte so gut funktioniert. Safe Call. Okay. Ah, hi. Nein. Okay. So, die mal ein bisschen anfuchsen. So, du bist raus. Ich glaube, der Mate war ein Mirage. Allerdings mit Red Shield. Ja, Bruder, also ganz ehrlich, mit der PK auf die Distanz, das brauchst du halt echt nicht mehr anfangen. Das ist, also das macht wirklich keinen Sinn. Aber die fighten. Die fighten, die fighten, die fighten. Rein da. Ganz dringend. Komm. Yes, nice. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hört auf, hört auf, hört auf. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Okay, ein paar Feinde und ein Gibi. Alright. Noch 30 Sekunden. Hi. Oh, ihr habt mich übersehen. Komm. Der Axter muss hitten. Oh, der ist gut. Der ist gut. Nice. Okay. Aber die sind vorher im Highground. Das ist ein Problem. Das ist ein fettes Problem sogar. Ah, ja, 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 komm, hör auf. Hör auf. Das ist eine Wingman mit Skullpiercer, oder? Oder eine Repeater? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Alter. Aber die treffen mir gerade so gut. Ich versuche mal, hinten rum zu rotieren, weil von links habe ich auch noch was gehört. Was heißt, die werden gleich fighten. Und dann könnte ich natürlich ganz klug Third Partyen. Ich muss da schnell rumrotieren in die Zone. Oh nein. Hat sie mich gesehen? Hat sie mich gehört? Gesehen wurde eher nicht, aber gehört wenn dann. Okay, okay, okay. Ganz schnell weg hier. Ab ins Haus. Okay. Aha. Steht immer noch hinten, okay. Ist das... Ja, ist voll. Okay, nice. Sogar ein geiler Shield Swap. Richtig gut. Ah. Oh. Oh. Ah nein, sie hat den Kill bekommen, oder? Ich glaube schon. Das war ein Fehler. Das war ein Fehler. Ja, komm. Hab dich. Oh. Okay, der Pathfinder gehört zu einem Gibi. Der Gibi ist genockt. Das heißt, ich muss mich auf die Bangalore fokussieren. Damit die schon mal low ist. Nice. Und komm. Bro. Nein. Er hat Shield geswappt. Okay. Woo. So. Der goldene R9. Ja, moin. Okay. So. Wo seid ihr? Hier? Ja. Okay. Dann kommt mal her. Ach komm. Ich sag ja, die Prowler ist nicht so bad. Die ist sogar... Nice try. Richtig gut, yes! Nice! So muss das aussehen, jawohl! Geil, aber genau das meine ich. Es gibt so Momente,
da kannst du die Prowler in die Tonne treten. Und dann gibt es aber so Momente, wo du einfach richtig mit ihr rasierst. Und das war gerade wieder so ein Moment. Und diese Waffe überrascht einen eigentlich jedes Mal aufs Neue. Es gibt, wie gesagt, einfach so oder so. Und du weißt nie genau, worauf du dich einlässt. Ist es ein Spiel mit dem Feuer? Oha, sogar 3000 Schaden. Alter, was ist denn da los? Ist es so ein Spiel mit dem Feuer? Oder ist es ein Spiel mit dem Wasser? Das macht irgendwie keinen Sinn, aber egal. Und ja, es ist halt immer ungewiss, bis zu dem Zeitpunkt, bis du sie aufhebst und verwendest, ob das jetzt gute Wahl war oder ob es eine schlechte Wahl war. Weil wie gesagt, es gibt auch so Tage, da spielst du die aus dem Hüftfeuer mit Lasersight und triffst trotzdem keinen einzigen Schuss. Und hast das Handling absolut nicht drauf. Aber dann gibt es auch so Tage, wo du halt mit ihr einfach rasierst. Und Bloodhound, ich würde sagen, wir haben das gerade sehr, sehr gut gemacht. 3k Damage, 12 Kills, das kann sich sehen lassen. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.